Mit Bullshit lässt sich alles verkaufen. Politiker wollen ihre Ideologie verkaufen. Künstler wollen ihre Kunst verkaufen. Philosophen wollen ihre Bücher verkaufen. Und Wissenschaftler wollen Sponsoren beeindrucken. Und dann natürlich die Produktwerbung. Und deshalb werden wir heute mit Bullshit überschwemmt. Bullshit in allen Erscheinungsformen. Unterhaltender Bullshit in Form von Trash-TV. Destruktiver Bullshit in Form von Hate Speech, Verschwörungstheorien und Verleumdungen, die zum Gegenstand einer Klage werden. Das kann sehr teuer werden. Fox News musste 787,5 Millionen Dollar Entschädigung zahlen an den Wahlmaschinenhersteller Dominion. Man hat behauptet, es gäbe eine manipulierte Wahl. Es ging um die Präsidentenwahl 2020. Nonsens schafft aber Konsens. Bullshit schafft Quote. Und das macht Bullshit zum eigentlichen Booster, denn das Irrationale ist immer stärker als die Vernunft. Die Devise lautet, Trash bringt Cash. Reality-Shows mit Realität hat das nichts zu tun. Alles gescriptet, wie jeder weiß. Die Dramaturgie ist auf die Werbeeinschaltung zurechtgeschnitten. Es gibt am Schluss Cliffhanger, damit man neugierig ist auf die nächste Sendung. Dann die Dating-Shows, dann Mukbang, sogenannter Dinner-Porn. Es geht darum, dass unfassbar viel gefressen wird. Man kann das nicht anders ausdrücken. Ganz anderer Art sind sogenannte Oddly Satisfying Videos, von denen es auf YouTube Hunderttausende gibt. Nichts ist weniger spektakulär als diese Videos, die quasi eine Auszeit im Denken bewirken sollen. Man sieht, wie Torten dekoriert werden, sehr interessant. Finger in Farben getaucht oder zerknitterte Dollarnoten glatt gebügelt werden. Bei so viel Overflow an Unterhaltung sehnt sich der Mensch auch einmal danach, nicht unterhalten zu werden. Und deshalb gibt es auch die unbefriedigenden Videos, die unsatisfying Videos, die Situationen zeigen, die sich nicht in Harmonie auflösen. Funktioniert geschmacklich so etwa wie bitter Schokolade. Das heißt, der Unterhaltungswert besteht darin, dass es ihn nicht gibt. Die Kunst besteht darin, eine Balance zu finden zwischen dem, was geht und dem, was nicht geht. Die Dosis bestimmt das Gift. Was zu toxisch wird, wird nicht akzeptiert. Die Frage ist, wie weit kann ich zu weit gehen? Wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen? Ohne Bullshit geht es nicht. Ohne Bullshit ist es fad. Bullshit ist das Salz in der Suppe. Mit zu viel Bullshit geht es aber auch nicht. Bloß ab wie viel Salz? Ab zu viel Salz ist die Suppe so versalzen, dass der Löffel in der Suppe stecken bleibt. Denken wir zum Beispiel an die Show Last One Laughing, ein globales Format, hohe Einschaltquoten. Die Performances sind allerdings grenzwertig. Ein nackter Typ liegt in der Badewanne und wird mit Limonade begossen. Jemand versucht zu erbrechen und steckt sich drei Finger in den Mund. Lachen ist die beste Medizin. Doch ab wann setzt der Ekel ein und man findet das Ganze nur mehr gruselig? Bullshit in der Politik. Am 27. April 2023 wurde er wie ein Staatsoberhaupt in Shanghai empfangen und mit großem medialen Aufwand des chinesischen Staats-TVs CCTV, also Central Chinese Television, ja, der weibliche Panda-Bär, eine Leihgabe Chinas, empfangen. Er kehrt nach 20 Jahren zwar planmäßig zurück, jedoch reichlich abgemagert. Aus den USA, aus dem Memphis Zoo von Tennessee, kommt er wieder in seine Heimat zurück. Ursprünglich ging es da um eine Forschungskooperation zwischen den USA und China, eine Forschung zum Schutz und zur Erforschung von großen Pandas. Dass nun der kränkliche Zustand des weiblichen Panda-Bärs medial dermaßen hochgespielt wird, zeigt, auf welche dramaturgischen Techniken politische Propaganda heute setzt. Politische Kommunikation funktioniert wie eine
Reality-Show wie non-fiktionale Unterhaltung. In der offiziellen Berichterstattung gibt sich China übrigens ganz objektiv und lobt laut Xinhua, also der offiziellen Zeitung, das Verwaltungssystem des Zoos von Memphis. Auch sei der Gesundheitszustand von Yaya stabil. Na bitte, dass es Yaya wieder besser geht, freut die chinesischen Internetnutzer, denn bis Montag, dem 24. April 2023, riefen den Hashtag 150 Millionen chinesische Internetnutzer auf und posteten Anteilnahme. Ebenso empfänglich sind die Medien, wenn es um Nonsens aus dem Hause Donald Trump geht, den er auf seinem Kanal kommuniziert, der Truth Social heißt. Es geht um Unterhaltung, Frechheit, Präsenz. Flood the zone with shit, sagt Steve Bannon, der politische Berater von Donald Trump. Zum Social Media Star avancierte Andrew Tate mit grenzwertigen, blödsinnigen oder definitiv beleidigenden Inhalten. Greta Thunberg provozierte er auf Twitter, er würde ihr gerne eine Liste seiner Autos schicken, um ihr zu zeigen, wie viel umweltschädigende Emissionen er verursacht. Thunbergs Antwort, er könne ihr gerne eine Liste schicken, und zwar an die E-Mail-Adresse smalldickenergy@alive.com. Thunbergs Antwort auf Tates Bullshit, im wahrsten Sinn unter der Gürtellinie, stieg in die Königsklasse der am meisten gelesenen Tweets aller Zeiten auf. Von einer solchen Reichweite kann der konventionell denkende Mensch nur träumen. Ein Beispiel für Bullshit gegen Bullshit, quasi ein biblisches Thema. Den Teufel mit Beelzebub austreiben, heißt es da. Greta Thunbergs Prinzip lautet, I want you to panic. Bitte geht's noch. Bullshit in der Philosophie. Wir begegnen Bullshit in der Philosophie postmoderner Philosophen. Das sind Philosophen, die sogar den Wert der Vernunft in Frage stellen und dementsprechend dann wild drauf los fabulieren, schwadronieren. Für Textgeneratoren wie ChatGPT stellt das Erzeugen von Philosophie im Stil der Postmoderne übrigens keine Herausforderung dar. Oder Alan Bloom, ein Universitätsprofessor, Platon-Übersetzer. Das einzige Buch, das man von ihm kennt, ist allerdings wenig wissenschaftlich. Es heißt Der Niedergang des amerikanischen Geistes, veröffentlicht Mitte der 80er Jahre. Bullshit in der Kunst. Wer normal ist und vernünftig, der hat keine Chancen am Kunstmarkt. Du brauchst als Künstler einen groben Defekt. Kann ein Banküberfall ein Kunstwerk sein? Klingt verrückt, ist auch verrückt, aber es gibt diesen Fall tatsächlich. Joseph Gibbons verübte 2014 in der Silvesternacht einen Überfall auf die Capital One Bank, filmte sich dabei und sagte, es ist eigentlich ein Kunstwerk. Das Gericht sah das Ganze humorlos. Er bekam eine einjährige Haftstrafe. Oder der Bullshit in der postmodernen Kunst. Symbolflutung nennt sich das dann, wenn es nicht mehr um Inhalte geht. Im Fall Basquiat verkauft sich das aber sensationell. Wir begegnen Bullshit in den Narrativen der Produktwerbung, im Lifestyle, lauter idiotische Narrative. Lebe langsam, lebe schnell, wirf weg, was dich nicht glücklich macht. Normality scares me. Sind die alle denn komplett bescheuert? Wieso verkauft sich Idiotie besser als die Vernunft? Wer das Bullshit-Prinzip wirklich verstehen will, der darf nicht nur an Comedy denken, an schräge Politiker und an die aktuellen Aufreger von Andrew Tate, den praktisch alle Jugendlichen wegen seiner grenzwertigen Macho-Aussagen kennen. Wer das Bullshit-Prinzip wirklich verstehen möchte, er sollte ein bisschen weiter über die Ränder der Gegenwart hinausblicken, zum Beispiel auf die Antike. Dann wird erst klar, wie sich Bullshit in die Geistesgeschichte arbeiten kann. Orakel zu Delphi, Traumdeutung und dergleichen. In unserem Jahrhundert ist Bullshit garantiert nicht
erfunden worden.